Wir starten am Mittwoch früh um 6 Uhr wieder für 24 Stunden den Blitzmarathon. Das geschieht in Bayern, in mehreren anderen Bundesländern, in mehreren Staaten Europas, weil das ein europaweites Anliegen ist, dass wir mit klaren, angekündigten Kontrollen noch mehr tun wollen zur Akzeptanz von Geschwindigkeitsbeschränkungen. Und wir wollen damit eben auch deutlich machen, es geht eben gerade nicht darum, jetzt möglichst viel abzukassieren und Leute in die Falle zu locken, sondern es wird angekündigt, es wird die konkrete Messstelle angekündigt, wo kontrolliert wird. Wir haben seit Jahren leider einen besonderen Unfallschwerpunkt immer auf den Landstraßen. Und deshalb werden auch die Landstraßen wieder ein Schwerpunkt dieser Kontrollaktion sein. Aber wir kontrollieren auch auf Autobahnen und innerorts. Liebe Autofahrerinnen und Autofahrer, ich kann nur ganz nachdrücklich an Sie appellieren, dass Sie Geschwindigkeitsbeschränkungen beachten, innerorts 30 oder 50 km/h, spezielle Geschwindigkeitsbeschränkungen auch auf den Landstraßen oder Autobahnen. Es dient Ihrer Verkehrssicherheit, aber auch der Sicherheit anderer Mitmenschen. Und deshalb bitte beachten Sie die Limits.